Ja, yeah, we love you. Zeig das Bild nochmal. We love you, Bhagavan. Can I ask one? Yes. Dear Bhagavan, you talk about transformation of the awakened people. How can I know that my transformation is in progress? How can I know that I am on the right way? Could you please give some examples? Thank you, Bhagavan. Wie geliebter Bhagavan, du sprichst von der Transformation der Erwachten. Woran erkenne ich, dass meine Transformation fortschreitet? Kannst du mir Beispiele geben? Danke, Bhagavan. There are two kinds of experiences. Please translate. Es gibt zwei verschiedene Formen von Erfahrungen. The awakened experience and the conversion experience. Die erwachte Erfahrung und die Übergangserfahrung. They are different experiences. Das sind zwei verschiedene Erfahrungen. We first give you the awakening experience. Als erstes bekommst du von uns die erwachte Erfahrung. This could either be sudden or gradual. Das kann ein plötzlicher Prozess sein oder auch nach und nach passieren. This makes you awakened. Und das bringt dich ins Erwachen. When we say you are awakened, what it means is you could be aware of what is going on anytime. Wenn wir sagen, du bist erwacht, dann heißt es, dass du dir bewusst sein kannst, was auch immer in dir vorkommt, und zwar zu jeder Zeit. You could still get angry, you could still get hurt. Das kann immer noch sein, dass du dann wütend wirst oder dich verletzt fühlst. But through awareness, you could instantly get out of it. Aber mit deinem Bewusstsein kannst du da sofort darüber hinwegkommen. The one who has had a conversion experience is a transformed person. Und der, der diese Übergangserfahrung hatte, der ist eine transformierte Person. He or she does not get angry or hurt in the first place. Und diese Person wird zuallererst schon mal gar nicht mehr wütend oder verletzt. After your awakening, we are moving towards the conversion experience. Nach dem Erwachen führen wir dich also in diese Übergangserfahrung. Saints and sages have gone through the conversion experience. Und es passieren verschiedenste Veränderungen in diesem Übergangsprozess. It is only if you have had a conversion experience, you could get close to God. Und nur durch diesen Übergangsprozess wirst du dann auch näher zu Gott kommen. Those who have had this experience speak and talk with God. Und wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann kannst du mit Gott sprechen und mit ihm reden. We move on to the next question. Thank you, Bhagavan. Danke, Bhagavan. Yes. Yeah! Dear Sri Bhagavan, how to establish oneness community? Please give some advice, Bhagavan. Bhagavan, wie können wir oneness communities, oneness Gemeinschaften aufbauen? Gib uns bitte einen Rat. Danke, Bhagavan. First of all, those who want to be part of this community must be awakened. Als erstes ist wichtig, dass alle die Teil dieser Gemeinschaft sein wollen, erwacht sein müssen. You must then create a virtual community. Und dann erschaffst du eine virtuelle Gemeinschaft als erstes. You must know every other member of the community and be friends with them. Und du musst jedes andere Mitglied dieser Community kennen und auch befreundet sein. And then you must take the intent to make it into a physical community. Und dann fasst du die Absicht, das Ganze in eine physisch manifestierte Gesellschaft, Gemeinschaft zu verwandeln. Very soon miracles would start and you would actually see a physical community emerging. Und sehr bald werden Wunder passieren und du wirst sehen, wie die Community, diese Gemeinschaft auch physisch sich manifestiert. Which means land would come, money would come, everything would start happening. Und dann kommt auf einmal das Grundstück, das Land oder das Geld, alles wird einfach von selber wie passieren. All that would simply fall into place. Und alle Dinge werden von selber an ihren Platz kommen. The difficult part is to get awakened. Der schwierige Teil ist das Erwachen. And to get to know other awakened people very closely. Und auch andere Erwachte wirklich sehr nah kennenzulernen.
and establishing friendship with them. Und dann diese Freundschaften zu entwickeln. Out of this friendship, great things would emerge. Und aus diesen Freundschaften werden großartige Dinge entstehen. I will bless that Germany soon has a oneness community. Ich werde die ganze Segen für diese Gemeinschaft. Bhagwan, this question from Bhagwan's daily teaching. Bhagwan, God is unknowable, like the silk can never know the body. Dear Bhagwan, could you explain this, please? Bhagwan, es gibt eine Tagesnachricht, die heißt, Gott ist nicht wissbar, so wie der Körper nicht die Zelle nicht den ganzen Körper erkennen kann. Kannst du das bitte näher erklären? Danke, Bhagwan. You could walk and talk with God. Du kannst gehen und sprechen mit Gott. But you cannot know or understand God. Aber du kannst Gott niemals kennen oder verstehen. This applies to everything. Und das trifft auf alles zu. Nothing can be truly understood. Du kannst nämlich nichts wirklich verstehen. Nothing in this universe can really be understood. Nichts in diesem ganzen Universum kann wirklich verstanden werden. Nothing in this universe can really be known. Und nichts in diesem Universum kannst du jemals wissen. It will not remain the unknown, but it would remain the unknowable. Es bleibt nicht, dass das nicht gewusst wird, sondern dass das nicht gewusst werden kann. That is what it means. Und das ist das, was das, diese Lehre bedeutet. Danke, Thank you. Bhagwan, one of the main signs for being awakened is that there is no suffering. What is the main sign for God realization, Bhagwan? Bhagwan, eines der Hauptzeichen davon, erwacht zu sein, ist, dass kein Leiden mehr da ist. Was ist das Hauptzeichen dafür, wenn man Gottes verwirklicht ist? Danke, Bhagwan. When you are God realized, you actually walk and talk with God. Wenn du Gottes verwirklicht bist, dann gehst du mit Gott und sprichst mit Gott. It is not a way of speaking. Es ist nicht, dass du dir das nur vorstellst. You could shake hands with God. Du kannst Gott die Hand schütteln. It is that real. Und so wirklich ist diese Beziehung. People are doing it now. Das machen die Menschen jetzt bereits. It will soon happen to all awakened people. Und es wird sehr bald auch für alle erwachten Menschen Wirklichkeit sein. God will be your friend. Gott wird dein Freund sein. Not some imagined figure. Und er wird nicht irgendwo da oben in der Ferne sein. Thank you, Bhagwan. Dear Bhagwan, I'm confused about different teachings. On one hand, I should go into helpless and open up for the divine to do it. Another teaching says that I cannot expect the divine to do everything, so it means still have to do anything, Bhagwan? Intent? Sorry, please translate. Yes, Bhagwan, ich bin etwas verwirrt über einige Lehren. Auf der einen Seite soll ich in die Hilflosigkeit kommen und dann mein göttliches Bitten für mich zu wirken. Auf der anderen Seite sagt eine Lehre, dass ich nicht erwarten soll vom Göttlichen, dass es alles für mich tut und ich muss dennoch die Dinge tun. Kannst du das bitte erklären? Danke, Bhagwan. Intent and effort is yours. Die Absicht und die Anstrengung ist dein Teil. Grace is from the divine. Und die Gnade kommt vom Göttlichen. You cannot do away with intent and effort. Du kannst die Dinge nicht erreichen, wenn du keine Absicht hast und keine Anstrengung bringst. For example, one gentleman once came to me. Einmal war ich gebe ein Beispiel, da kam ein Mann zu mir. He told me, I want a particular piece of land. Und er sagte, er wollte ein bestimmtes Stück Land besitzen. I told him, go get it, I will help you. Und ich sagte, geh hin und verschaffe es dir, ich werde dir dabei helfen. He said, no, no. Und er sagte, nein. He said, I will not move out of my house. Und er sagte, ich werde nicht aus meinem Haus gehen.
Somebody must buy the land, go and register it, and then bring it to my house and give it to me. Und er sagte, es soll jemand anders hingehen, soll das Land für mich kaufen und soll dann diesen Besitz zu mir hier in mein Haus bringen. I told him that is not possible. Und ich sagte, das ist so nicht möglich. So you have your role to play, the divine has its role to play. Also musst du deine Rolle spielen und das Göttliche spielt dann seine Rolle. When we say helpless, it does not mean not doing anything. Wenn wir sagen Hilflosigkeit, dann meinen wir nicht, dass du nichts tun sollst. It only means certain things you cannot do. Es bedeutet nur, dass du manche Dinge einfach gar nicht tun kannst. There the divine comes in. Und in dem Moment kommt das Göttliche und hilft. But some basic things you have got to do. Aber manche grundlegenden Dinge musst du natürlich selber tun. Like that man should go and see the plot, he should go and try to raise funds, then the divine would help him everywhere. Wenn du zum Beispiel was anlegen willst, dann musst du und du möchtest Geld sammeln, dann musst du natürlich gehen und dieses Geld sammeln und das Göttliche wird dir dann dabei helfen. Of course, there are some exceptional cases. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. There are a few people in India whom we know. Es gibt einige Menschen in Indien, von denen wir gehört haben. When they want some money, they exactly tell Amma Bhagwan, this is the money we want. Dann sagen sie Amma Bhagwan, wenn sie Geld brauchen, ich möchte so und so viel Geld haben und sagen genau den Betrag. And believe it or not, the cash appears in their hands. Und dann passiert es, dass dieses Geld einfach in ihren Händen landet. Not once in a while, every day. Und es passiert nicht nur irgendwann mal, sondern jeden Tag. But these have an excellent bond with the divine, and so it is happening. Aber die haben eine wirklich ganz ausgezeichnete Verbindung mit dem Göttlichen. If one does not have that kind of a bond, one has to put in intent and effort. Aber wenn du nicht so eine starke Verbindung mit dem Göttlichen hast, dann musst du deine Absicht haben und entsprechend dich dafür anstrengen. Danke. Sri Bhagwan says that awakened person must get transformed. I humbly ask Sri Bhagwan that when the person is not there, then who is getting transformed, Bhagwan? Bhagwan sagt, dass wenn jemand erwacht ist, dann muss er sich transformieren. Aber was ist, wenn diese Person gar nicht da ist, wenn man erwacht ist? Wer wird dann transformiert? Danke, Bhagwan. The observer is the observed. Der Beobachter ist gleich dem, dass der beobachtet wird. For the unawakened person, there is this division between the observer and the observed. Für den Nichterwachten gibt es die Trennung zwischen dem, der beobachtet, when you get awakened, und dem, was beobachtet wird. When you get awakened, this division ceases. Und wenn du erwacht bist, dann verschwindet diese getrennte Wahrnehmung. You realize the observer and the observed are one. Und dann nimmst du wahr, dass das Beobachtete und das, was du der Beobachter eins sind. So I shall repeat, if you see the observer and the observed as separate, you are unawakened. Also, dann wiederhole ich, das bedeutet, wenn du betrachtest, dass der Beobachter und das, was du beobachtetest, getrennt sind, dann bist du noch nicht erwacht. Once you are awakened beyond a level, you see that the observer and the observed are one and the same. Sobald du erwacht bist und auf einer bestimmten Stufe dich befindest, dann wirst du wahrnehmen, dass das Beobachtete und das, was du betrachtest, eins sind und der betrachtet, eins sind. That is the change we are talking about. Und das ist die Veränderung, von der wir hier sprechen. Danke, Bhagwan. Thank you, Bhagwan. It's also from one of the Bhagwan's daily teachings, Bhagwan. God is being shaped and reshaped by us. How can I understand this, Bhagwan? I always thought that God is leading us. Bhagwan, es gab eine Nachricht, eine Tagesnachricht, die hieß, Gott wird von uns gestaltet und immer wieder neu gestaltet. Wie soll ich das verstehen? Ich dachte, dass Gott uns führt. Danke, Bhagwan. God has been there through time. Gott war dort. Gott war immer da. But as we change, God changes. Und sobald du dich veränderst, verändert sich natürlich auch Gott. As God changes, we too change.
Und wenn Gott sich verändert, dann verändern wir uns damit. Because we are not separate from God. Denn wir sind nicht getrennt von Gott. But always God is leading us. Aber Gott führt uns immer. Because he is the whole and we are the part. Denn er ist das Ganze und wir sind ein Teil von ihm. In mystical dimensions one can clearly see this. Und in mystischen Dimensionen, in mystischen Ebenen kann man das ganz klar erkennen. Thank you, Bhagwan. Dear Bhagwan, love to you, so much love to you. My brother has a gambling addiction and he keeping secret from his family. How can we help with addiction and loaded secrets? Thank you, Bhagwan. Bhagwan, wir lieben dich sehr. Unser Bruder hat eine Spielsucht und er verbirgt diese Spielsucht vor seiner Familie. Wie können wir ihm helfen aus dieser Spielsucht? Danke, Bhagwan. Prayer and Diksha would help. Diksha wird helfen. I will also help your brother. Und ich werde auch deinem Bruder helfen. Danke, Bhagwan. Bhagwan, can you explain what the Kundalini and how it works in the awakening, transformation and God realization process? Bhagwan, kannst du erklären genau, was Kundalini ist und wie die Kundalini funktioniert beim Erwachen, in der Transformation und auch bei der Gottesverwirklichung? Danke, Bhagwan. Kundalini is an energy which works on the chakras. Die Kundalini ist eine Energie, die durch die Chakren läuft. The chakras are gateways to the brain. Und die Chakren sind verbunden mit dem Gehirn. By acting on the chakras, the Kundalini works on the brain. Und während wir an den Chakren arbeiten, arbeitet die Kundalini am Gehirn. It activates certain areas of the brain and deactivates certain areas of the brain. Dabei werden bestimmte Regionen im Gehirn aktiviert und andere Regionen im Gehirn werden deaktiviert. Through activation and deactivation, it brings about transformation in you. Und dieses Aktivieren und auch dieses Deaktivieren bewirkt die Transformation in dir. Thank you, Bhagwan. Danke, Bhagwan. Bhagwan, who are the light beings we see sometimes? Why are so many close to Oneness University and its campuses? Bhagwan, es gibt viele Lichtwesen, die wir beobachten und besonders in der Nähe der Oneness University und seinen Campussen. Welche Bedeutung haben diese Lichtwesen? These are awakened beings from the past. Das sind erwachte Wesen aus der Vergangenheit. Some of them are thousands of years old. Manche von ihnen sind tausende von Jahren alt. All of them are involved in this process of awakening humanity. Und alle sind involviert in diesen ganzen Prozess des Erwachens der Menschheit. You see them in large numbers at the university because work is going on at the university. Und in der University seht ihr sie in großen Zahlen, denn dort passiert ganz viel Arbeit. If tomorrow you form a community, you will find them there. Und wenn du morgen eine Community bildest, dann wirst du dort auch die Lichtwesen sehen. Thank you, Bhagwan. Bhagwan, if time and space is an illusion, how does this relate to past life experiences? Did past life really happen in the past? Bhagwan, wenn Zeit und Raum eine Illusion ist, was sind dann die Erfahrungen aus vergangenen Leben? Ist die Vergangenheit wirklich Vergangenheit? Danke, Bhagwan. In higher mystical states, we can clearly see how time and space are a mere illusion. In ganz hohen mystischen Zuständen kannst du ganz klar erkennen, dass Zeit und Raum in Wirklichkeit eine Illusion sind. Past lives do not mean they happened in the past. Vergangene Leben bedeutet nicht, dass sie in der Vergangenheit passiert sind. Past lives can be happening right now concurrently. Vergangene Leben können genau jetzt zu diesem Zeitpunkt parallel passieren. But you have to be a great mystic to see that. Aber du musst ein großer Mystiker sein, um das erkennen zu können. It's really amazing. Es ist fantastisch. We could be leading several lives at the same time.
Das heißt, wir können mehrere Leben zur gleichen Zeit leben. Not only in different realms, but also on the same planet. Nicht nur in verschiedenen Seinsebenen, sondern auch hier auf diesem Planeten. It is not that you are only in a single body. Es ist also nicht so, dass du nur dieser eine Körper bist. You could be in many bodies at the same time. Du kannst in mehreren Körpern zur selben Zeit sein. One body of yours could be in Germany. Ein Körper von dir ist dann in Deutschland. Another could be in the US. Und einer ist vielleicht in Amerika. Another could be in Africa. Und einer in Afrika. Another could be in India. Und einer kann in Indien sein. At the same time. Und das alles zur selben Zeit. It's very difficult to understand this intellectually. Intellektuell ist es sehr schwierig, überhaupt zu verstehen. But mystically one can see it clearly. Aber mystisch kannst du das ganz klar erkennen. Not only that, you could exist in several realms at the same time. Und nicht nur das, sondern du kannst auch in verschiedenen Seinsebenen auch zur gleichen Zeit sein. We have about 21 realms. Wir haben ungefähr 21 dieser Seinsebenen. If one is awakened in all the realms, und im Erwachen sind all diese Ebenen betroffen. Then in India one is called a Paramahamsa. Und in Indien, das wird Paramahamsa genannt. Paramahamsa means awakened in all realms. Und Paramahamsa bedeutet erwacht sein auf all diesen Seinsebenen. The actual reality is very different from what we think it is. Also die wirkliche Wirklichkeit ist etwas ganz anderes wie das, was wir für Wirklichkeit halten. We are great and vast beings. Wir sind ganz großartige, wirklich ganz weite Wesen. Not the small being you think you are. Nicht dieses kleine Wesen, was du denkst, was du bist. But as you go along the path, all these things will become very clear to you. Aber wenn du dich auf diesem Weg weiter bewegst, dann werden diese Dinge dir sehr, sehr klar werden. With that would come great transformation. Und damit wird ganz großartige Transformation passieren. Thank you. Thank you. Beloved Bhagwan, my deepest thanks for all the glorious gifts we get from you. Since my awakening, all experiences have become much more lively and intensive. It feels as though now I start to really understand what you are saying. I start feeling your wisdom and see the divine presence as the ultimate truth. But I also feel that the experience suffering stronger than before. How can I distinguish between my personal suffering and the suffering of the others around me? Thank you, Bhagwan. Geliebter Bhagwan, meinen tiefsten Dank für all die glorreichen Geschenke, die wir von dir bekommen haben. Seit meinem Erwachen sind alle Erfahrungen lebendiger und intensiver geworden. Ich habe den Eindruck, dass ich jetzt erst verstehe, was du sagst. Ich beginne eine Weisheit zu fühlen und sehe in der göttlichen Präsenz die ultimative Wahrheit. Aber ich fühle auch, dass ich stärker leide als vorher. Wie kann ich unterscheiden zwischen meinem persönlichen Leiden und dem Leiden der Menschen um mich herum? Danke, Bhagwan. As transformation happens, all this will become very clear. Während die Transformation weitergeht, wird dir das immer klarer werden. Yes, Bhagwan. Now they want to pray in front of Bhagwan. Yes. Wir wollen gerne Bhagwan. Ich liebe euch alle. Love you, Bhagwan. Love you. This is Easter eggs, Bhagwan. Thank you, Bhagwan. We are so happy to have you here with us. Thank you so much, dear Lord. Thank you. Danke, Bhagwan. Wir sind so glücklich, dass wir mit dir sein dürfen. Schließt eure Augen.
Shanti, Shanti, Shanti. Love you all. Love you. Bhagavan, we love you. Bhagavan. Lasst uns noch einen Moment zusammenbleiben. Marianne, machst du es für alle? Ja. Lasst uns noch ein paar Minuten miteinander meditieren. Und lasst uns diese wundervollen Worte von Sri Bhagavan durch unsere Herzen fließen. Und die Segnung spüren, die wir hier als Gruppe und die unser ganzes Land erfahren darf. Sat Chit Ananda. Shanti, Shanti, Shanti. Euch allen ganz lieben Dank, dass ihr alle da seid an Ostern, an diesem wunderbaren 31.03.2013. Und danke, dass ihr alle diese wunderbare Energie aufgenommen habt. Nehmt sie bitte mit ins ganze Land und verteilt sie. Wünschen euch alle ganz viele Ostereier, weitere Ostereier an diesem Tag. Kommt gut nach Hause und bis zum nächsten Webcast. Sagen wir. Danke euch auch. Namaste. Danke, danke, danke. Danke an alle. Allen Helfern, danke. Jai Bhagavan. Jai Bhagavan. Jai. Eine wunderschöne Party noch auf, an alle aus München mit ganz vielen Überraschungseiern. Danke. Oh.